Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Pferdewetten.de TV. Sie haben vielleicht in den vergangenen Wochen schon unseren Stallcheck hier verfolgt im Online-TV-Archiv. Und diesen werden wir natürlich auch noch in den nächsten Wochen weiterführen. Heute möchte ich aber einen Gast hier begrüßen bei uns, das ist Peter Heugel. Und mit ihm wollen wir zusammen die tollen Wettrennen des anstehenden Meetings in Baden-Baden besprechen, einige Rennen analysieren und für Sie vielleicht das eine oder andere interessante Pferd aus dem Starterfeld rauspicken. Hallo Peter, ich heiße dich herzlich willkommen. Grüß dich, Bär. Hallo. Peter, Baden-Baden. Du hast geritten, du hast viele Rennen geritten. So ein Meeting, ist das was Besonderes? Ja, logisch. Meeting ist immer was Besonderes. Du hast tolle Pferde, tolle Rennen, hast großes Publikumspotenzial und es ist immer wieder spannend. Dann lass uns doch gleich mal zum ersten tollen Rennen schauen. Ja, das geht auch gleich am Samstag los mit dem vierten Rennen. Der Wettchance des Tages, eine Viererwette mit einer garantierten Auszahlung von 30.000 Euro. Ist das somit das erste Wetthighlight des Wochenendes. Und ja, Peter, ich frage dich jetzt einfach mal, hast du dir schon den einen oder anderen interessanten Kandidaten rausgesucht? Du, ja klar, also der erste, der mich natürlich anspringt, ist die Nummer 8, Marolo. Ist ja jetzt zuletzt zweimal erfolgreich gelaufen. Und der Trainer Rudi Storb, der bringt ja immer wieder interessante Kandidaten nach Baden. Und der dürfte ganz interessant werden. Ja, da hast du mit Sicherheit recht. Er hat auch bei den letzten Meetings für einige Erfolge, wie du es gerade schon erwähnt hast, sorgen können. Genau. Marolo, Doppelsieger, hast du auch gerade angesprochen und gewann sehr, sehr leicht seine letzten zwei Rennen. Könnte das gegebene Stellpferd sein, deiner Meinung nach? Würde ich sagen, ja. Ja, wird mit Sicherheit ein Favorit, aber man kann ihn wohl kaum auslassen. Nicht auslassen, genau. Noch nie? Ja, und dann würde ich schon mal den altbewährten 13-jährigen Farlock sehen, der ja auch Bahnsieger ist und Distanzsieger. Und ja, der sieht mir vielleicht doch auch wieder mal interessant aus. Sicherlich ein sehr interessantes Pferd. Lief im letzten August schon in Baden-Baden sehr erfolgreich, war damals Zweiter. Zweiter, genau. Steht jetzt ein bisschen besser in der Partie, also trägt 2 Kilo weniger als damals bei seinem zweiten Platz. Ich glaube, der gute Boden, der zu erwarten ist, kommt ihm durchaus auch entgegen. Ja, ja. Und das könnte aus deiner Sicht also auch noch ein interessanter Kandidat sein. Sehr schön. Drittes Pferd noch? Drittes Pferd, ja, die Nummer 4 vielleicht, Gold Price. Okay. Mit einer Erlaubnisreiterin, die mit dem Pferd ganz gut zurechtkommt, hat schon einige nette Platzierungen und Sieger errungen. Die letzten 3 Formen, ja, 2. in Mannheim, 8. in Frankfurt, das kann man vielleicht ein bisschen weglassen, aber die Form aus Frankfurt davor, als er gewonnen hat, das war eine ganz gute Vorstellung. Sehr schön. Also hast du 3 Kandidaten schon genannt, dann darf ich noch vielleicht einen 4. oder einen 5. nennen. Aus meiner Sicht interessant, ja, auslassen darf man auf keinen Fall Sir Hilleshage. Signifikante Jockey-Verpflichtung mit Adri de Vries im Sattel. Ein Pferd, das auch ganz gerne aus der Spitze oder von vorne geht und dementsprechend in diesem großen Feld muss das nicht unbedingt ein Nachteil sein, denke ich mal, wenn man sich da aus den Positionskämpfen ein bisschen raushalten kann. Ja, genau. Und das Pferd lief eben Ende April auch schon ein sehr starkes Rennen vor Farlock noch. Der ist mir ins Auge gestochen, natürlich der 2. Kandidat noch von Rudi Storb, Practical Joke. Hat sich durchaus angekündigt in der höheren Klasse, kommt aus dem Ausgleich 3. Und geht nun mit einem interessanten Erlaubnisreiter und einer guten Startnummer ins Rennen. Was fällt dir zum Jockey ein? Ja, Patrick Gibson ist ein ganz talentierter und aufstrebender Reiter. Hat auch schon das eine oder andere schöne Rennen gewonnen und ja, muss man auf jeden Fall beobachten. Dann haben wir, ich denke mal, ganz gute Pferde gefunden. Aus dem Kreis sollten sich doch 2 Stellpferde, vielleicht sogar 3 Stellpferde finden lassen, um ja, vielleicht an den ganz großen Auszahlungspott zu kommen. Das zweite sehr interessante Rennen des Tages ist natürlich das Hauptrennen des Tages, das Sherping-Rennen, das 7. Rennen auf der Karte. Und in diesem Rennen gibt es die sogenannte Super-Dreier-Wette, eine Wettinnovation seit dem letzten Jahr in Baden-Baden. Bedeutet ganz einfach, dass Sie eine Dreierwette erst ab einem Grundeinsatz mit 3 Euro spielen können. Das ist natürlich relativ viel. Dementsprechend gibt es aber auch eine garantierte Auszahlungssumme von mehr als 23.000 Euro. Und das ist natürlich eine Menge. Sehr offene Partie.
Ich habe mich mal, ja genau, am Papier, ich habe mir mal die Gäste angesehen. Wir haben da einige Gäste in diesem Rennen, die durchaus interessant sind. Zum einen die Startnummer 3, Exciting Life, ein Gast aus Polen. Interessanterweise lief letztes Jahr auch schon in Deutschland im Kronimus-Rennen hier in Baden-Baden. Guter Zweiter damals. Anschließend eine fantastische Form in Paris, in Maison Lafitte auf Gruppe 2-Ebene. Das gibt ihm natürlich hier allererste Chancen, keine Frage. Das Jahresdebüt in Mailand fiel so ein bisschen durchwachsen aus. Ein 8. Platz liest sich aber eigentlich ein bisschen schlecht, als es dann tatsächlich war. Das Pferd war so weit nicht geschlagen. Mhm. Und sollte hier durchaus eine sehr gute Chance haben. Dann haben wir noch zwei Gäste aus England hier am Start. Zum einen Button Moon, für mich persönlich das stärkere der zwei englischen Pferde, steht auch im Rating ein wenig höher. Zeigt eine bärenstarke Form im April in einem hochdotierten Auktionsrennen in Newmarket. Und auch zweijährig schon sehr gute Leistungen gezeigt. Also wenn Button Moon diese Form aus Newmarket einstellen kann, ist er für mich schon ein absoluter Siegkandidat. Das zweite englische Pferd, Malpass Missile, ja, mit einem sehr prominenten Mitbesitzer auch, Michael Owen, der berühmte Fußballspieler, ist eben Mitbesitzer dieses Pferdes. Die schicken ihm dieses Pferd auch mit ganz guten Referenzen über den Kanal, aber meiner Meinung nach ist dann doch Button Moon das bessere der zwei englischen Pferde. Da haben wir natürlich eine Menge Konkurrenz aus Deutschland. Wir fährt hier rein? Ja, die Nummer 9, Lips Poison eventuell. Mhm. Trainer aktuell gut in Form, bringt seine Pferde topfit an den Start. Läuft dieses Jahr das erste Mal, muss aber nicht unbedingt ein Nachteil sein. Du sagtest schon, Trainer in Form, Andreas Löwe, gerade genau, am letzten Wochenende auch wieder ein großes Rennen gewonnen und schafft es auch immer wieder, Debütanten auf Jahresdebüt zu bringen. Genau. Ich persönlich habe das Pferd mit so einem kleinen Fragezeichen versehen, Vater Mamula. Eventuell wegen der Distanz, dass es doch ein bisschen zu kurz sein kann. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber der Trainer ist ja durchaus ganz optimistisch, wie man auch lesen konnte. Und schickt er dann das Pferd nicht umsonst in so ein Rennen? Ja, mit Sicherheit. Also man liest, dass der Trainer enttäuscht wäre, wenn das Pferd eben nicht platziert laufen würde. Dann gehen wir doch mal von einem guten Lauf aus. Genau. So, und was für mich dann auch noch recht interessant aussieht, ist Bacon Hill, die Nummer 6, aus dem Stall von Jean-Pierre Cavallo, hier aus Baden-Baden. Und der dürfte auch ganz interessant sein. Aktueller Sieger in Frankfurt. Aktueller Sieger in Frankfurt, genau. Hat auch diese Prüfung relativ leicht gewonnen. Genau, gegen heutige Gegner natürlich. Und auch gegen heutige Gegner, genau. Da bin ich bei dir. Steht zwar ein bisschen ungünstiger im Rennen als zuletzt, aber das Pferd wurde im Winter kastriert, dürfte sich demgemäß weiterhin steigern und könnte vielleicht ein ganz heißer deutscher Kandidat sein. Definitiv. Mir persönlich sehr gut gefallen hat noch Birthday Prince. Lief einmal in diesem Jahr in Frankfurt, war sehr, sehr leichter Sieger gegen durchaus gute Pferde. Und in diesem Rennen auch vor Beacon Hill, der damals sicherlich noch nicht seine Bestform zur Hand hatte. Könnte aber durchaus ein absoluter Platzkandidat in diesem Rennen auch sein und vielleicht sogar ein Stellpferd für die Super-Dreier-Wette in diesem Rennen. Ja. Also wir fassen nochmal zusammen, durchaus attraktive Gegner aus dem Ausland mit sehr guten Formen und dann die Löwe-Kandidatin, die sehr günstig im Rennen steht. Das ist richtig, ja. Wenig Gewicht trägt, das ist sicherlich sehr interessant. Beacon Hill, Birthday Prince, unsere Pferde in dem Rennen. Unsere Pferde, genau. Für die Super-Dreier-Wette am Samstag.